Grüß euch miteinander, das ist die aktuellste und neueste Ausgabe von der Hockey Week, Sportal HD.com. Vorweg, der Close Talk, der steckt mit dem HC Davos in Schweden fest, in Göteborg. Über 4-5 Stunden ist er im Flüger auf dem Rollfeld bleiben hocken und ist also noch in Schweden. Vorweg, der Close Talk wird nicht bei uns sein. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich spannende Themen und ein grosses Thema gibt es ja im Hockeyland Schweiz, nämlich Verletzungen, wo 36% mehr Verletzungen sollen auftreten sein als zum Beispiel in der letzten Saison. Das ist ein grosses Thema, ein wichtiges Thema, wo wir darüber reden wollen. Das machen wir mit folgenden Studiogästen. Ich darf mich vorstellen, wer bei mir heute in der Runde hockt. Auf seinem Nachttisch türmen sich Schins Bücher über 1,5 Meter hoch. Er ist Chefarzt Sportmedizin von der Schultes-Klinik, er ist Leiter vom Swiss Olympic Medical Center und er verschreibt seine fast ganze Freizeit am ZSC, ist der Teamarzt seit 1996 und wahrscheinlich genauso populär und bekannt wie die Spieler. Willkommen, Gary Büsser. Guten Abend. Ein Studierter hockt bei uns am Tisch, Psychologie und Volkswirtschaft. Mit der Diebeskarriere hat es nicht geklappt. Er hat den Catchgummi geklaut und ist sofort verrutscht worden. Er hat dann umgeschwenkt und ist als Hockeyspieler deutlich begabter. Wobei, ja, erfahren als Blockflötenspieler hat es vielleicht auch zu einer Karriere gelangt. Er liebt und pflegt Fußball, ist Fan von Olympique Marseille. Willkommen, Maurice Trachtler vom ZSC. Ebenfalls vom ZSC. Ist der Mann da? Er sei am besten, wenn er nicht auffällt, liest man über ihn. Der Sportchef vom ZSC sagt, er war mit 17 schon 10-mal weiter, als ich es damals war. 2015 ist er von den Washington Capitals draftet worden. 2016 soll er den Weg nach Übersee führen. Willkommen, Jonas Siegenthaler. Jonas, ganz herzlichen Dank. Du bist kurzfristig eingesprungen. Der Klöser Zoll schuldet dir was? Eine Nacht? Ja, würde ich schon sagen, ja. Mindestens, oder? Ja. Wenn nicht alle trainen, die sich natürlich auch müssen anpassen. Die zweite Saison ist, wenn man vollständig in ein Team integriert ist, Jonas, die schwierigste. Schwieriger als die erste. Ja, es ist auch wie eine Bestätigung. Also, was ich letztes Jahr abgeliefert habe, wollte ich das Jahr bestätigen. Und warum ich mit 17 schon in der Nation gespielt habe. Und, ja, bis jetzt läuft es gut. Ja. Bist du zufrieden? Ja. Maurice, du bist verletzt. Wir sagen nicht, wo du verletzt bist, wie du verletzt bist, warum du verletzt bist. Das gehört sich so im Hockey. Ja, es ist einfach ein bisschen so. Ja, es ist halt eben so ein physischer Sport etc. Und vor allem nachher, wenn es in die Playoffs hineingeht, wird halt zum Teil schon ein bisschen geschaut, wo, wer, wie, wenn verletzt war etc. Aber ja. Geht es mit dem linken Zehen? Linke Zehe, ja. Nein, aber gerne mit ins Boot nehmen, als Teamarzt vom ZSC. Es ist nicht der linke Zehe, es ist etwas anderes. Wir sagen nicht, was die Spieler hat, wenn sie in die heiße Phase der Saison geht? Oder würdest du es in der Qualifikation noch nicht publik machen? Nein, wir machen das wenig publik. Verletzt oder krank, das kann man sicher rausgeben. Aber dass man jetzt da ihn auf dem Präsentierteller anstellen, glaube, das ist gar nicht nötig. Und das macht man heute einfach auch nicht mehr. Man braucht es nicht. Wir finden ja nicht immer raus, was ihm fehlt. Oder das kann man es auch nicht sagen. Gary, was ist Ende 1995 mit dir passiert im Hallenstadion? 95, ja. Bist du angefixt worden? 95, nein, ja, muss man sagen, ja, dass du das weißt. Also, ich bin eingeladen worden an ein Spiel von Zürich gegen Kloten. Weil sie haben einen Teamarzt gesucht und eigentlich bin ich gar nicht so begeistert gewesen. Ich habe dort noch Handball gespielt. Wichtig, Jungs. Das könnt ihr gegen ihn verwenden. Es war ein Wahnsinnsmatch, unheimlich viel gelaufen. Und, es hat eine Verletzung gegeben, dann konnte ich einspringen, etwas machen und es ist, hat mir auch gefallen. Das ist, hat mir, seitdem bin ich infiziert und finde es eine tolle Sache, das Hockey, tipptopp. Der Gary Büsser, Teamarzt von der ZSC Lions. Willkommen Marco Wutschur, auch an dieser Stelle. Der Sidekick ist heute auch mit dem Start, mit einem Liebling von Daniel Steiner, der letzte Woche auf Facebook da ist. Hat es rege Nachfragen? Ja, doch schon. Ich glaube, es hat auch noch etwas zu tun mit dem Sieg von der Bieler gegen Lugano. Es hat doch nicht gespielt. Es hat gleich einen Schub gehabt. Kaum spielt der Steiner, läuft es wieder bei Biel. Ja, ich habe das nicht gesagt, das hast jetzt du gesagt. Jedenfalls, der Bieler-Fan, der gestern Grund zur Freude hatte und heute nochmal hat, ist ein Bieler Anhängerin, wahrscheinlich. Und sie heisst Marie-Therese Walker. Hier, das ist dein Preis. Viel Spass mit dem Trikot von Daniel Steiner. Für all die, die es nicht geklappt hat, wir haben die nächste Chance. Und zwar das Göpp-Trikot von Maurice Trasser, das uns heute mitgebracht hat. Wenn du das Trikot gewinnen willst, dann geh nach der Sendung auf unsere Facebook-Seite der Hockey Week. Like das Bild, das wir nachher werden aufladen mit Maurice und seinem Trikot und du nimmst automatisch an der Verlosung teil. Maurice, ein Trikot vom Göpp.
hat es mehr Wert? Vom Göppen als Saison. Warum lachst du so, wenn ich sage Göppen? Nein. Es liegt schmutzig. Ja, mehr wert jetzt wahrscheinlich nicht, nein. Also, aber, ihr könnt das Ganze liken, selbstverständlich, auf unserer Facebook-Seite. Er wird dann natürlich auch noch unterschreiben. Oder Jonas kann ja den auch unterschreiben, oder Geri, je nachdem, dort immer alle darauf können sich verwirklichen und kreativ sein. So, wir wollen zu harten Fakten gehen. 60 Seconds mit dem Marco Vucic. Der HC Lugano muss auf Weiteres auf den Philipp Fuhrer verzichten. Der Verteidiger, der sich am 3. Januar am Knie verletzt hat, wird sich in den nächsten zwei Wochen einem Aufbautraining unterziehen. Der Daniel Aubin hat seinen auslaufenden Vertrag verlängert und bleibt für weitere 3 Jahre bei Genf Servette. Der Verteidiger spielt seit 2014 nach einem Abstecher auf Bern wieder in Genf. Sie jetzt ein Ex-NHL-Spieler in die NLA. Laut Medienbericht könnte der Maxime Lapierre schon bald bei Fribourg-Gotteron spielen. Am 30-Jährigen, der zuletzt bei Monto Hockey gespielt hat, ist auch Genf Servette-Veteran. Wie an Liberté berichtet, stehen der André Bückhoff und der Marc-Antoine Pouillot vor ihren Comebacks. Der Bückhoff könnte am Freitag zurückkehren, der Pouillot kann frühestens am Dienstag wieder im Einsatz stehen. 8. Saisongoal für Sven Berchi. Der NHL-Söldner hat Vancouver Canucks bei den Rangers in Führung geschossen. Schlussendlich hat er sich aber mit 2-3 nach Verlängerung geschlagen geben. Ich hoffe, dass ich immer noch genau der gleiche bin wie vorher. Und ja, ich glaube, mein Umfeld wird schon schauen, wenn das nicht der Fall wäre. The News Center, one-on-one, on Tuesdays at 12:15 on sportlehd.com. Der Hockey Week in Farben vom ZSC, der Teamassistent, zwei Spieler, der Moritz Raxler und der Jonas Siegenthaler. Die Spieler wollen wir ein bisschen genauer beleuchten. Jonas, es wird die Berichterstattung bei Moritz immer so rausgehoben, dass er ein Studierter ist. Ist er ein untypischer Hockeyspieler? Nein, das gar nicht. Also ich finde, er ist noch recht sympathisch und ja, man merkt aber schon, dass er ein bisschen studiert ist. Aber, sicher, ist er einer der Gescheiteren in der Garderobe? Ja, das würde ich schon sagen. Aber ja, merkst du eigentlich keinen grossen Unterschied. Wobei einer, der Psychologie studiert hat, kann ich mir vorstellen, der durchschaut oder Trainer, wenn er etwas sagt. Psychologie habe ich nicht fertig studiert. Warum ist das zu crazy mit der Zeit? Nein, ich bin einfach auf Genf gegangen und habe nachher in Genf. Psychologie ist in Zürich angefangen studiert. Genau, und nachher die Universität gewesen, nachher in Genf von der VW angefangen. Und das andere ist, Jonas hockt neben mir in der Garderobe, darum muss er natürlich aufpassen. Ah, muss er dich lieb sein, ja klar. Muss natürlich lieb sein. Und das mit dem Trainer durchschauen, ja, das ist glaube ich auch eine Erfahrungssache, so über die Jahre hinweg mit all den Trainern, die man hatte. Und auch wenn man längere Zeit einen Trainer hat, kann man schon gewisse Muster erkennen. So, ja. Willst du näher darauf eingehen? Nicht, oder? Ja, ist gut. Geri, wie erlebst du den Moritz Draxler? Der Moritz ist ein... Er ist ein Gewitzter und ein Intelligenter, aber wir haben eigentlich grundsätzlich sehr intelligente Spieler, muss ich sagen. Doch. Und, nein, der Moritz, also sind Hockeyspieler, wirklich, in und aus und was er nebendran macht, ich kann das gut verstecken eigentlich. Den Psychologiestudenten erkennt man nicht so. Aber Moritz, nichtsdestotrotz, das Studium in Zürich angefangen, dann warst du 7 Jahre in Genf, hast du Maxoli 7 Jahre gedreht, das verdient eigentlich ein Diplom. Wie bringt man das unter einen Hut? Oder hat man genug Freizeit als Spitzenhockeyspieler? Ja, man hat schon eine gewisse Freizeit. Also hat man eigentlich jeden Tag am Morgen Training und wenn kein Match ist, ist am Nachmittag endlich frei, in Anführungszeichen. Und dann, ich bin einfach nach dem Gymnasium habe ich so ein Zwischenjahr gemacht, mit der RS noch. Und habe dann so ein bisschen gemerkt, das fehlt mir ein bisschen. Mhm. Und nachher habe ich angefangen, auch mit der Psychologie in Zürich. Und mir hat es auch immer extrem gefallen, so, dass so ein bisschen Eishockey und auch noch etwas nebenzu. Und für mich war es immer recht wichtig gewesen. Und habe es nachher so, ja, eben, ich war auch motiviert gewesen und habe es nachher so durchgebracht. Ja. Aber es ist schon so, zum Teil ist es stressig gewesen und ja. Zum Glück ist es jetzt auch vorbei. Ja. Aber erfolgreich absolviert in der Karriere, ist er nicht so weit herumgekommen im Land, Marco, der Maurice?
Ja, es ist so ein Gegensatz zu letztem Mal. Also letztes Mal mit Daniel Steiner ja fast einen Wandervogel da gehabt. Mit Moritz ist es deutlich einfacher gewesen, Karrieregrafik zu machen. Es sind sogar ein paar Zahlen neben den Stationen auf die Grafik passen. Das sind ja zwei gewesen, das haben wir schon ein bisschen diskutiert. Angefangen hat es bei der ZSC Lions, wo er von 2003 bis 2005 zwei Saisons verbracht hat und auf 83 Spiele gekommen ist. Dann ist es ab auf Genf zu Servette gegangen. Dort, wie der Stefan gesagt hat, 7 Jahre lang gewesen, mit 367 Einsätzen und sehr guten 106 Scorerpunkten. 2012 ist er dann von den Lions zurückgeholt worden und er ist seitdem knapp 200 Mal auf dem Eis für Zürcher gestanden. Nebenbei war er auch in der Schweizer Nazi im Einsatz gewesen, 86 Partien, 15 Scorerpunkte sind es jetzt gewesen, mit dem Highlight 2013 natürlich der WM-Silbermedaille, die er geholt hat. Jonas, ich kann mir vorstellen, neben so einem Zocker geht er oben, schaut man schon noch ein bisschen auf. Ja klar, ich meine, ich bin jetzt am Anfang von meiner Karriere und ja, ich denke, der Moritz hat schon vieles erreicht in seiner Karriere und ja. Ich kann auch viel lernen von ihm. Als 18-jähriger Spieler mittlerweile mit so vielen Lorbeeren, wie du schon bist, gesegnet worden mit dem NHL-Draft. Wie geht man mit dem um? Wie bleibt man mit beiden Schläfen auf dem Eis? Es gibt ja wahrscheinlich wahnsinnig viel oder fast nur Schulterklopfer. Ja, es ist natürlich schön, wenn man so viele Komplimente bekommt, aber ich denke, ja, die musst du wahrnehmen und nachher ja, nicht zu fest an denen hängen bleiben und auch ja, geniessen und vergessen. Also weiterarbeiten, ja, also nicht ausruhen. Man hört immer wieder, Gary, so ein junger Spieler, wie kann der so ruhig sein auf dem Eis? Wie kann der so, wo man nie muss Angst haben, oder? Ich finde das schon also, wo ich nicht Angst haben muss, oder der Trainer? Ja, der Trainer, ja, du wahrscheinlich auch nicht, oder? Weißt du, wie abgeklärt, wie ruhig er ist? Ja, der braucht auch gute Mitspieler und wenn ich sage, jetzt muss man ruhig sein. Und er ist ja ruhig im Studio, darum muss ich sagen. Ist das eigentlich die Wesensart, Moritz, die er auf dem ja, ich, Feld zeigt? Ja, ja eben, er ist auch extrem, auch allgemein ein ruhiger Typ. Da, ja. Einen Garderobe oder so und manchmal muss man ein bisschen kutzeln und so, dann kommt er schon. Nein, aber es ist schon so, eben, er ist extrem weit schon für wie jung er eigentlich noch ist. Ich glaube, wir haben viele gute junge Spieler im Z, aber zum Teil muss man sich wirklich wieder so bewusst sein, wie jung die eigentlich sind. Und nachher zurückdenken, wie du dort eigentlich bist und so alt bist. Und dann, ja, nein, das ist sicher gut. Die macht das alle gut. Ja. Und wir haben auch nie Probleme eben mit den Jungen, und dass man irgendwie so ein bisschen Salat aus dem Kopf wachst oder so. Das ist wirklich immer, die macht das gut. Ja. Wir wollen auch die Karriere anschauen von Jonas Siegenthaler. Marco, was hast du dir zugelegt? Ja, verständlich, weil es ist auch der Jonas mit 18 Jahren über die ganze Welt gekommen. Er hat aber als junger Spieler schon relativ viel erlebt. 2013, 2014 hat er dann für ZSC Lions in der NHL debütiert mit 6 Partien der Quali. Mittlerweile ist er aber fester Bestandteil von den Zürcher und kommt auf über 90 Partien und 9 Assists. Im Juni 2015 ist er dann, wie der Stefan gesagt hat, in der zweiten NHL-Draftrunde als Nummer 57 von den Washington Capitals gezogen worden. Das Recht am Jonas gehört also seit dem Sommer am NHL-Verein, bei dem er einen 3-Jahres-Vertrag unterschrieben hat. Er wird aber diese Saison bei den ZSC Lions beenden, bevor das Abenteuer NHL dann endgültig losgehen wird. Wie fest kann man es planen, wenn das Abenteuer losgeht? Es hängt ja sicher auch von Leistung ab in der Saison, wo die Capitals werden genau beobachtet, oder? Ja, natürlich, aber ja, also eigentlich war es geplant, mal rüberzugehen jetzt ins Camp? Nächstes Jahr oder ja, in 2 Jahren. Mhm. Und ja, das Capitals beobachtet mich das ganze Jahr über. Das ganze Jahr und ja, es fliegt auch etwa einmal im Monat hier rüber auf Zürich und redet auch mit mir und haben, ja, sie haben eigentlich stets immer Kontakt mit mir. Macht das Druck? Nein, ich habe das Gefühl, letztes Jahr bin ich viel mehr unter Druck gewesen, weil das Draftjahr war. Und hast du eigentlich jedes Spiel mega viel vorgenommen und hast mir manchmal, ja, also ich habe mir manchmal eigentlich zu viel unter Druck gesetzt, aber ja, ist gut rausgekommen am Schluss. Und der Halbpsychologe neben der Kabine, der hält natürlich immer wieder auf den Boden. Sollen wir über ein ernsthaftes Thema reden, über das Thema Verletzungen, das allgegenwärtig ist, wo in den Medien natürlich viel ist geschrieben worden. Gary, 36% mehr Verletzungen hat es in dieser Saison gegenüber der letzten Saison. 8 Clubs haben mehr Verletzte, als sie letztes Jahr hatten. Und für die Diskussion einsteigen, wollen wir nochmal über zu Marco gehen, der Fakten uns liefert als Diskussionsgrundlage.
Ja, in den letzten Tagen war es leider so, dass ein unschönes und aber doch wichtiges Thema in der Schweizer Risikomedien präsent war, die Verletzungen der NLA-Spieler. Es ist ja so, momentan hat es leider zu viele Verletzungen. Wir haben mal ein paar Fakten zu der Situation um die ganzen Verletzungen bereitgelegt. Ganze 36%, also rund ein Drittel mehr Verletzungen hat es in dieser Saison gegeben als im Vorjahr. Das ist eine Wahnsinnszahl. 8 von 11 NLA-Vereinen beklagen mehr Verletzte als im Vorjahr. In der NLA hat es statistisch gesehen mehr Verletzungen als in der NHL und bisher hat es auf dem Schweizeris knapp 50 Hirnerschütterungen gegeben, also mehr Hirnerschütterungen eigentlich als Spieltag. Es ist eigentlich klar, Hockey zählt zu den stärkeren oder zu den härteren Sportarten. Die Sportler können auch mehr einstecken, aber doch die Sicherheit sollte im Vordergrund stehen. Absolut. Ist es, Gary, Zufall? Kann es ja auch sein, dass es einfach mehr Verletzungen gibt als in der letzten Saison. Es kann einfach mal Pech sein. Ja, warum das es gibt, glaube, das wissen wir einfach noch. Das müssen wir mal Ende Saison analysieren, auf die letzten Spielzeit der Retour. Ich glaube, noch wichtig ist zu sagen, das sind nicht 36% mehr Verletzungen, es sind 36% mehr Verletzungsausfall. Sogenannte Mannspiele. Ein Spiel, das ein verletzter Spieler verpasst, ist ein Mannspiel. Genau. Jetzt ist aber, kann eine Verletzung sein, man kann mehr Verletzungen haben, und das sind kleine Sachen. Und sie spielen gleich weiter. Es können aber Verletzungen sein, die man auch mitträgt aus der letzten Saison. Also schwere Verletzungen, du hast Hirnerschütterungen angesprochen. Die können manchmal wirklich auch sehr lang gehen. Und die schenken dann halt ein bei diesem Mannspiel. Darum die 36%, das ist eine hohe Zahl. Ich meine, das müssen wir auch attestieren, das ist offenbar so. Aber das heisst nicht, dass es mehr Verletzungen gibt. Ich bin nämlich da in der Vorbereitung mit unserer Versicherung zusammengehockt und geschaut, wie das ist. Jetzt, Zürich hat im gleichen Zeitraum dieses Jahr, im Vergleich zum letzten Jahr, haben wir eigentlich 10% weniger Verletzungsmeldungen, oder? Und trotzdem mehr Mannspiel, also es fallen wohl mehr aus. Über 220 sind es aktuell in dieser Saison. Ja, das wird so stimmen im Jahr. Das ist so, aber wir haben eigentlich weniger Verletzungen, nur die, die wir haben, offenbar schwerer. Wir tragen zwei Langzeitverletzte mit, leider. Aber die schenken dann halt auch ein. Also wie die Zahlen dann wirklich können, gewertet werden, das müssen wir dann in der Nachschau sicher anschauen. Also Statistiken aufgetrieben werden, wenn der Dachsen im Sommer bei einem Grillfest sich über die Hand verbrannt am Grill und Anfang der Saison verpasst, dann sind sofort 30, 40 Mann spielen da und das sieht dann vielleicht eben schlimmer aus, als es in Wirklichkeit ist. Es gibt einfach nein. Es sind die Ausfälle sind schon da, aber es sind nicht mehr Verletzungen. Und ich glaube, das ist wichtig. Und manchmal gibt es halt eine schwere Verletzung. Manchmal hat man 3 Jahre gar nichts, was schwer ist. Und dann sieht es gut aus. Ich glaube, das muss man so ein bisschen über die Zeit aus, teilen. Wir probieren auf Ursachenforschung zu gehen in Sachen Verletzungen. Wir wollen ja das Thema Hirnerschütterung ansprechen. Warum muss man da immer noch im Dunkeln tappt? Weil eben nicht jeder Spieler gleich reagiert. Der eine Spieler kann vielleicht nach ein paar Tagen spielen. Der andere ist eben der Langzeit verletzt und treibt die Statistik in die Höhe. Ursachenforschung in Sachen Verletzungen nach einer kurzen Pause. Sie sind auf dem besten Netz der Schweiz. Eins ist wichtig, die Familie, weil sie einzigartig ist. Schützen Sie Ihre Familie und sparen Sie dabei mit Allianz Family. Jetzt informieren. Hoffentlich Allianz versichert.
Rechnung bezahlen geht ganz schnell. So. Und schon haben wir das Geld. Und für alle, die nicht zaubern können, das neue E-Banking von Raiffeisen. Einfach, sicher und schnell. Hallo? Unsere ganze Größe ganz für Sie. sportlhd.com. Grüß dich miteinander, ganz herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von der Floorball-Show. Teamgeist beispielsweise finde ich in der Schweiz immer super, besser als in Schweden. Fleiß auch. Kommt man auf Schweden, dort ist man einfach mal ein bisschen Schweizer, oder? Es braucht ja mal die, die einfach geht und für sich geht. Das Jahr ist schon einiges spannender als auch schon. Eishockey ist mehr Eishockey als Unihockey Unihockey ist. The Floorball Show, Thursday, January 28th at 19 p.m. Only on sportlhd.com. Pure sports, pure entertainment. This is Sportle HD. Wir sind zurück im Studio von der Hockey Week, reden über Verletzungen. Es gibt mehr als das letzte Jahr gegeben, wenn man die Statistik anschaut, vor allem einen NLA-Club. Mal unser erstes Gefühl, gibt es Verletzungen, die mehr auftreten als vor ein paar Jahren? Alles schießt sich auf die Hirnerschütterung ein, ist es nur da? Ja, ich habe schon das Gefühl, dass eigentlich, mir ist jetzt auch während das so spontan eingefallen. Wo mir jetzt persönlich irgendwie aufgefallen wäre. Aber ich meine, eben, muss auch sagen, heute im Vergleich zu vor 10 Jahren, 15 Jahren, ist halt der Sport halt ein bisschen sensibilisierter auf das. Auch früher ist vielleicht die Diagnose Hirnerschütterung wird heute wahrscheinlich schneller gestellt, als sie früher gestellt worden ist. Ernster genommen. Und das muss man vielleicht auch ein bisschen dort noch rein berücksichtigen. Aber ich habe schon das Gefühl, dass einfach, eben weil der Sport auch schneller geworden ist, etc., größere Kräfte im Spiel sind, dass eben halt der Kopf oder so, dass das halt ein bisschen mehr unter Mitgliedschaft kommt momentan. Ja. Jonas, als junger Spieler wird man sensibilisiert in der Spielweise, dass eben so Verletzungen können auftreten wie Hirnerschütterungen. Dass du wacher bist, dass du parater bist, wenn ein Gegner kommt. Ich denke schon, weil ich bin schon ein paar Mal hingewiesen worden, zum Check annehmen und dagegen zu haben. Und Kopf oben haben wahrscheinlich auch wichtig. Ja, einfach nicht den Check fressen und sich checken lassen und auch so Sachen. Und ja, ich denke schon, es ist Du wirst genug darauf hingewiesen, zum wach sein und parat sein auf dem Eis und auch eben beim Check dagegen zu haben. Gary, was der Moritz sagt, ist natürlich auch wichtig. Die Spieler werden immer athletischer, es wird immer physischer, es wird immer schneller. Aber Weichteile wie Bänder, wie Hirne, die kannst du nicht trainieren, dass sie härter werden. Also verletzungsanfällige Sachen im Körper. Also gerade Bänder und so, die werden auch stabiler, oder? Und ich glaube, sie werden nicht nur härter, also schneller und kräftiger, sie werden auch koordinativ besser. Das geht alles in einem bisschen. Aber das ist schon recht, es ist viel athletischer geworden, es ist mehr Energie dahinter. Und der Moritz hat es aber auch richtig gesagt, früher war eine Hirnerschütterung nicht das gleiche wie heute. Früher ist es nicht einmal Hirnerschütterung gewesen, wenn einer weg war, nur 30 Sekunden. Und er ist dann wieder zu sich gekommen. Dann hat er kurz ein Schläfchen gemacht und macht weiter. Und heute ist das anders, weil die Definition von der Hirnerschütterung einfach eine andere geworden ist. Man weiss heute ein bisschen mehr über die Hirnerschütterung. Man weiss noch lange nicht alles. Da ist man wirklich noch fest am Forschen. Und alles, was früher eigentlich nichts war, ein Tilt oder irgendeine Tasche, wie soll man sagen,
gilt heute als eine Hirnerschütterung, eine Verletzung von den Hirnstrukturen, die man muss ausheilen lassen, bevor man sich wieder reinbegibt. Und darum schaut man auch mehr drauf. Und man sensibilisiert mehr und das ist auch enorm wichtig. Und das läuft seit etwa 10 Jahren erst. Und apropos mehr Hirnerschütterung als früher, wir haben es einmal so, im Schweizer Hockey haben wir immer einen Medical Day, wo alle Teamärzte zusammenkommen, Ende Jahr, also Ende Saison, und sich austauschen und so Vorträge und so. Und ich tue einmal dort immer solche Fragen unter der Hand, du hast das ja mehr gehabt, wie viel hast du gehabt? Das ist nicht mehr jedes Jahr, es ist immer ein Gleich, es sind immer zwischen 6 und 10 pro Saison, pro Team. Mhm. Das ist genug. Ich finde, das ist genug. Das ist sowieso zu viel. Aber es ist nicht mehr. Vielleicht fischen wir mehr raus. Aber das ist eigentlich nur gut. Die Frage ist, was machen wir mit diesen 16? Die müssen wir runterbringen. Am liebsten auf 0 oder auf 1, 2. Und da ist das, was du eingangs gesagt hast, mit dem Respekt, finde ich, das steht zu oberst oben. Respekt vor dem Gegner, Respekt vor dem, was man dem Gegner kann. Antun, was man kann verursachen. Ja, solange du gefasst bist auf einen Schlag, der Jonas hat es gesagt, wenn er parat ist und der Check kann annehmen, passiert nie Hirnschütte. Gibt's nicht. Dann bist du gespannt im Nacken, dann kannst du die Energie auffangen. Hat er Respekt nachgelassen, Moritz? Attackiert man lang härter? Ja, es würde jetzt nicht unbedingt so sagen, dass früher der Respekt viel grösser war, habe ich jetzt nicht das Gefühl. Ja, ich weiß nicht, aber es ist sicher etwas Wichtiges. Eben, wenn man sieht, vor allem, dass ein Gegner in einer problematischen Position zu der Wand steht oder wirklich man sieht, dass er in die nichts sieht, kann man immer noch vielleicht entscheiden, eben, wie man ihn checken will oder wie man ihn angehen will. Das muss man vielleicht auch ein bisschen berücksichtigen. Dass du eben nicht mit dem Kopf vor eine Bande schickst. Genau, ja. Aber nachher gibt es halt auch wirklich Unfälle oder Verletzungen, wo es einfach wirklich dumm läuft. Und das darf man halt auch nicht vergessen, dass es einfach ein körperlicher Sport ist. Und das wird man nie auf null ausmerzen, habe ich das Gefühl. Aber ich glaube, wenn man etwas Konkretes oder so könnte machen, wäre es sicher nicht schlecht. Ja. Also Respekt, der natürlich von jungen Jahren auf muss eben so infiltriert werden und sensibilisiert werden. Das Ranking, wenn man sagen, es sieht schlechter aus als letzte Saison. Marco, über die ganzen NLA-Teams, wie sieht es denn aus? Ja, du hast ja wunderbar erklärt mit dem Mannspiel. Ich mache es jetzt noch mal kurz. Wenn ein Spieler also ausfällt, ein Spiel verpasst wegen einer Verletzung, dann wird das als Mannspiel zählen. Das ist vor allem in Nordamerika gängig. Wenn man jetzt daraus eine NLA-Tabelle macht, also die Mannspiele von den einzelnen NLA-Clubs, selten sieht das folgendermaßen aus. Unglaubliche 223 Mannspiele haben ZSC 1 in dieser Saison schon gehabt. 116,5% mehr als in der letzten Saison. Das muss man sich ja mal vorstellen. Zweit ist der SC Bern mit knapp 200 Mannspielen, auch wieder rund 116% mehr als im letzten Jahr. Dann folgen Genf, Fribourg und Biel. Einzig die Klotenflash, Ambri und Lugano haben, was die Verletzungen angeht, einigermaßen Glück gehabt bis jetzt. In der NHL ist der Spitzenwert in dieser Saison, wenn man sieht, dass etwa gleich viele Spiele gemacht worden sind, bei 150 Mannspielen, also ein Drittel von der NLA, übersteigt den Wert, als der Spitzenwert von der NHL. Das ist die Statistik, die man lesen kann. Merci Marco. Geri, ich glaube, es ist schwierig zu vergleichen, NLA und NHL. Es ist nicht eine andere Sportart, aber das Eisfeld ist anders, sie haben nicht gleich viel Spiel. Darf man es vergleichen? Ich würde sagen, nein. Man kann auch die einzelnen Mannschaften in der National in dem Sinne nicht so vergleichen. Zürich hat auf diese Saison praktisch keinen Wechsel gehabt. Man schläft mit der gleichen Mannschaft weiter. Verletzte Spieler nimmt man auch mit, macht man weiter, man tut das Kader um das erweitern, das zählt sich nachher auch alles. Oder? Ich will da nichts schönreden, wir haben Verletzungen, wir haben auch genug Verletzungen. Gut, für mich ist das gut, aber das ist etwas anderes. wir haben viele Verletzungen, aber von dem her müssen wir jetzt nicht irgendwie zu fest Alarm schlagen und alles schlecht reden. So Statistiken sind sehr schwer, sehr, sehr gefährlich auch, um irgendeine Fehlinterpretation zu machen. Wir müssen das beobachten. Spricht er für euch, Jonas? Am meisten Verletzte und immer noch erst? Ja. Das ist einfach so eine sackstarke Jungheit, die ihr könnt nachher nehmen, oder? Ja, ich denke, an dem liegt es auch. Wir haben ein sehr grosses Kader und wir können auch immer Leute von der NACB holen, von GC. Und ja, ich meine, es sind alles junge, talentierte Spieler dort unten und ja, wenn es aufgenommen wird, dann... Das hat den Draxler nicht mehr gebraucht, oder? Genau. Moritz, was hat die Regeneration in deinen Augen für einen Einfluss?
Ich bin sicher, der Geri wird sagen, man kann es nicht messen, gut in der Regeneration, ja. Mehr oder weniger verletzt. Was kannst du als für dich individuell machen? Ja, also gut, Regeneration ist sicher wichtig, so zwischen Doppelrunden etc. Ja. Und ja, allgemein, ja, so ein bisschen gesunder Lebenswandel etc. ist sicher auch nicht schlecht. Aber eben, nachher gibt es halt wirklich Verletzungen, die halt einfach, eben, es kann es einfach geben. Ich bin jetzt lang, zum Beispiel ich selbst jetzt lang nicht verletzt gewesen und jetzt auch das ist so ein bisschen unglücklich passiert und das gibt es einfach mit dem, wo wir umgehen können. Ein Hühnerauge, ja. Kleinen Zehen, kann es ja. Einfach, einfach mal geben, ohne Einfluss vom Gegner. Der FAZ, lustigerweise, letzte Saison am wenigsten Mann spielen, den man hat verpasst und diese Saison am wenigsten. Ist es Zufall oder nicht? Wir wollen den Sportchef vom EV Zug das Wort kommen, der Reto Klein, mit einem Erklärungsversuch. Sicher schwierig zu erklären. Einerseits denke ich, ist ein bisschen Glück, logischerweise. Ich denke, es ist aber sicher zeugt auch von einem gut funktionierenden Medical Department, wo ich an dieser Stell uns Nerz und Physiotherapeut und Masseur allen ein grosses Lob muss aussprechen. Aber es ist sicher so, es gibt gewisse Verletzungen, die einerseits mit guter Vorbereitung zu tun haben, aber es gibt auch sehr viele Verletzungen, die man einfach nicht einschätzen kann. Und diesbezüglich muss ich sagen, haben wir sicher auch Stand heute auch noch ein bisschen Glück gehabt. Auf den Mann gespielt. Wie fest kannst du das Medical Department beeinflussen? Wie fest kannst du mit den Physios, mit dem Staff, vielleicht sogar mit dem Trainerstaff, wie fest kannst du Einfluss nehmen, Gary, Verletzungen zu minimieren? Ja, offenbar machen wir es schlecht. Nein, man kann schon etwas Einfluss nehmen, vor allem den Fitnesszustand hochzuhalten. Einen Verletzten schneller zurückzubringen, je nachdem. Man kann bereit sein auf gewisse Sachen. Aber das, wie gesagt, die Statistik, ich bin mit der nicht ganz, ganz einverstanden. Abgesehen davon, ob man gut oder schlecht arbeitet. Es sind einfach Wellen. Manchmal gibt es mehr, manchmal weniger. Manchmal sagt der Trainer, oder hast du einen Trainer, der extrem aggressiv führen spielt und auch so ein bisschen auf Abbruch spielt quasi, dann hast du halt entsprechend auch mehr Verletzungen, andere sind mehr defensiv und dann gibt es weniger. Das sind so viele Faktoren, die mitspielen. Tendenziell offenbar mehr Ausfälle, nicht mehr Verletzungen, aber mehr Ausfälle. Und das muss einem schon ein bisschen zum Denken stimmen, ganz klar. Wir probieren auch über Lösungsansätze, über Lösungsvorschläge zu diskutieren. Einer, der mit Verletzungen auch nicht verschont geblieben ist, lange hat er Schulterverletzungen gehabt, das ist der Christian Marti. Er ist zum Kult geworden, Marco. Ja, wir haben ihn zum Kult gemacht. Also wir haben ihn zum Kult, nein, er hat sich zum Kult gemacht. Wir haben nämlich eine Rubrik, seit er wieder in Übersee ist, der Christian Marti. Die heisst Marti's Diary. Letzte Woche hat er uns sein Haus gezeigt, weil er keine Ideen mehr hatte. Wenn er uns zeigen könnte, ich bin gespannt, was zeigt er uns heute. Marti's Diary. This is Marti's Diary. Hallo zusammen, das ist ein Video von mir. Heute haben wir ein bisschen einen Teambuilding-Tag. Und jetzt fangen wir mal an mit dem Go-Kart-Rennen. Wir sind hier in Lehigh Valley Grand Prix. Schauen, was uns erwartet. Before we begin, it's important to mention you are not permitted to race if you aren't in the influence of drugs or alcohol. Closed-toe shoes are also required for every racer. Nachdem wir ein kleines Briefing hatten, sind wir zuerst auf der Piste. Jetzt gehen wir hier ins Crust, gehen zum Beispiel Pizza essen. Und da muss dann noch jeder Rookie muss da etwas schnell vorzeigen. Und ich bin also gespannt, was die anderen zu zeigen haben. Alright, let's get some ice on this. What do you think I did? I've seen this before. Definitely just a bruise. I'm gonna get you on the ice tomorrow for sure. You can't walk. Can I see the x-ray? Yeah, I'll show you the x-ray, but it's definitely a bruise. Wie ihr seht, ist ein recht erfolgreicher Tag vorbeigegangen. Heute war es sicher gut für das Team und bis zum nächsten Mal. This is Marty's Diary. Immer wieder spannende Einblicke von Christian Marti. Ich weiß nicht, wie schnell es war auf der Go-Kart-Strecke. Das probieren wir noch in Erfahrung zu bringen. Lösungsvorschläge in Sachen Verletzungen zu vermeiden.
Gary, alle schreien nach den Banden, die etwas flexibel sind, die etwas mehr nachgeben, die von unten nach oben immer etwas flexibler werden. Du hast vor der Sendung gesagt, von allen Verletzungen passieren 30% an der Bande. Heisst, Bande allein ist nicht die Lösung? Nein, sicher nicht. Aber es ist ein Ansatz. Oder? Und es muss ein guter Ansatz sein. Es gibt auch falsche Sicherheit, kann man sich drin wägen. Dass man sagt, ja, wir haben jetzt weiche Bande, wir haben einen dicken Helm, kann gar nichts mehr passieren. Jetzt erst recht, oder? Das wäre der ganz falsche Ansatz. Aber gewisse Verletzungen, vor allem Schulterverletzungen, zum Teil auch Kopfverletzungen, könnte das abgefedert werden und vielleicht nicht so schwer ausfallen. Und dann hast du auch wieder weniger Mannspiel, die fehlen. Oder? Und gut, es sind 30%, die an der Bande passieren, haben wir gesehen aus dieser Studie. Immerhin, oder? Das ist ein Anfang. Wie müssen wir uns das vorstellen als Nicht-Hockeyspieler? Eine Bande, eine Standardbande, Morris, ist wie in einer Betonwand reinlaufen. Wie sind die neuen Banden? Ja, die sind schon ziemlich hart. Und also die neuen Banden, ich glaube, jetzt in also der WM hast du immer die neuen Banden gehabt, die weichen. Und ich glaube, jetzt das auch in Lausanne. Lausanne-Biel-Lugano. Ja, wo es weicher sind. Und eben, das geht einfach nach. Aber deutlich spürbar. Ja, ganz klar spürbar. Das merkt man. Man kann richtig so reinlehnen. Also es ist fast zum Teil ein bisschen am Anfang, wo man sich nicht daran gewöhnt, aber es ist wirklich noch spässig. Und die alten Banden, die halt wirklich eigentlich Standard gewesen sind bis vor 2 Jahren, wirklich, also die sind eigentlich wirklich bis dahin eigentlich so so das Ding Bratschett, oder? Und die sind wirklich einfach hart. Und das ist schon ein Unterschied. Gerade eben vor allem Kopf- und denke Schulterverletzungen, die dann wahrscheinlich schon weniger werden auftreten bei dieser weichen Lösung. Ja. An den Würsten, ja. Also etwas, das zu begrüßen ist, selbstverständlich. Der Gerrit hat es angesprochen, Jonas, wenn man einfach würde sagen, man tut die Ausrüstungen verstärken, das wäre, glaube ich, der falsche Weg. Ja, sicher. Ich meine, kannst nicht, also, du probierst so leichte Sachen wie möglich anzuhören und einfach moderne Sachen anzuhören. Und ich denke, es liegt auch an den Banden. Also, ich persönlich finde schon, es ist ein riesen Unterschied zwischen eben diese neuen Banden jetzt und die Betonbanden. Und ich hoffe, sie werden es ändern. Ein Viertelmillion kostet es, das Stadion umzurüsten mit den neuen Banden. Mir ist immer wieder, Morris, der scheibenführende Spieler sei zu freiwillig worden mit dieser Regeländerung vor, was ist es, auch schon 10 Jahren. Ist es so? Was für eine der scheibenführende Spieler, dass man den viel mehr attackiert und nicht die Spieler, die die Scheiben nicht haben? Gut, es war ja tendenziell eigentlich immer so, dass wenn du Scheiben nicht hast, dass du quasi wie nicht attackiert werden kannst, glaube ich. Und ja, ich glaube, wir müssen jetzt auch das Spiel nicht neu erfinden. Ich glaube, also, wenn du an der Scheibe bist, du weißt, du musst den Kopf da oben haben und sonst riskierst. Also, das kann, glaube ich, auch nicht die Lösung sein, dass man dann einfach so wie im, so in der Fangnisarten, wo man sich so auf der. Also, weißt du, so ein blöd gesagt. ich glaube, wenn du die Scheibe hast, bist du primär du als Scheibenführender mal in der Verantwortung, auch den Kopf da oben zu haben, zu deinem eigenen Schutz. Das viel längsamer machen, Regeln machen, wo man sagt, der Scheibenführende Spieler darf nicht attackiert werden. Blöd gesagt, Gary, das kann man auch nicht. Das Spiel wieder unattraktiv machen. Man kann natürlich alles, aber das ist ja nicht mehr Hockey. Übrigens, aber stellst du die Entwicklung fest? Nein. Nein. Eigentlich nicht. Ich habe ein Schlüsselerlebnis, das möchte ich gleich noch rasch anbringen, obwohl ich gesagt habe, ich sage es niemandem. Vor ein paar Spielen hat der Gegner hier bei uns, also vor der Bande, bei der Spielerbank bei uns, hat er den Böck gehabt. Und ein Spieler von uns, das war der Bärtschi, ist von hinten angefahren und hätte ihn einfach überfahren können. Und dann höre ich, ich stehe hinten der Bande und sage, hat! Einer ruft hat und wadam, oder? Und dem hat er nichts gemacht, weil er schon dann gespannt war. Und das, also ich habe jetzt noch Hühnerhaut, ich finde, das ist für mich Respekt. Oder? Das ist, der Bärtschi ist ein härter Spieler, ist ein blutjunger Spieler wie der Jonas. Nein, er hat ein paar Spiele auf dem Buckel, er hat auch ein paar Verletzungen auf dem Buckel. Und er hat Respekt gezeigt vor dem Gegenspieler. Wegen dem hat er dann genau gleich können checken, er ist genau gleich an die Scheibe gekommen. Das ist ja eigentlich auch der Sinn davon, ja, den checken. Aber er hat ihn auch geschützt. Vielleicht hat er ihn gesehen, ist okay. Aber die Sekunde, wo der andere herruft, weiss er, bam, ist er geschützt. Also hat er Spannung und es kann nichts passieren. Und ich glaube, dort müsste man hinfinden. Nicht mit neuen Helmen und neuen Regeln. Und
Und Banden ist alles gut, man könnte da ein bisschen abschätzen. Aber gerade bezüglich Hirnerschütterung müssen wir den Weg finden, wie man die nicht mehr auslösen kann. Und das Spiel wird ja nicht unattraktiver, wenn du mal die Gegner auch warnst, was kann passieren, je nachdem vor einer Bank aus oder so. Im Gegenteil, und wichtig ist, denke ich mal, was du hast gesagt, der Check ist nicht da, einem anderen Spieler Verletzung zuzufügen, sondern in Scheibenbesitz zu kommen. Also das darf man nicht vergessen, dass da nicht einfach immer böse Absicht umgestellt wird. Wir wollen natürlich auch über Teams reden, wo die drei Männer involviert sind. Wir wollen auf die sportliche Ebene gehen. Noch einmal eine kurze Pause, dann sind wir gerade wieder zurück. Thursday on SportalHD.com. Grüß euch miteinander, ganz herzlich willkommen zu der ersten Ausgabe von der Floorball Show. Teamgeist beispielsweise finde ich in der Schweiz immer super, besser als in Schweden. Fleiß auch. Kommt man auf Schweden, dort ist man einfach mal ein bisschen Schweizer, oder? Es braucht ja mal die, die einfach geht und für sich geht. Das Jahr ist schon einiges spannender als auch schon. Eishockey ist mehr Eishockey als Unihockey Unihockey ist. The Floorball Show, Thursday, January 28th at 19 p.m., only on SportalHD.com. Was das Leben für Sie bereithält? Schauen Sie doch mal nach. Entdecken Sie Ihre Lust am Entdecken. Und dann die ganze Welt. Fahren Sie links, fahren Sie rechts. Folgen Sie Ihrem Bauch, Ihrem Instinkt oder einfach dem Wagen vor Ihnen. Seien Sie nicht ängstlich, seien Sie gespannt. Es gibt immer wieder Neues zu erleben. Fahren Sie doch mal hin. Wir begleiten Sie mit der Autoversicherung der Allianz. Rechnung bezahlen geht ganz schnell. So. Und schon haben wir das Geld. Und für alle, die nicht zaubern können, das neue E-Banking von Raiffeisen. Einfach, sicher und schnell. Ganze Größe, ganz für Sie. Pure Sports, Pure Entertainment. Der Hockey Week mit der ZSC-Delegation, die da ist. Morris, in den letzten 10 Spielen 5 gewonnen. Man kann sagen, 5 verloren. Inwiefern geht er auf den Tag los und sagt, jetzt musst du die Jungs wieder parat machen? Zum Beispiel dich. ja, nein. Also, gut, ich glaube, das letzte Spiel war wieder sehr gut. Und, aber es ist jetzt schon, so gegen Playoffs zu, wäre es gut, so eine gewisse Konstanz anzubringen etc. Und ja, jeder, der verletzt ist, wird natürlich so schnell wie möglich zurückkommen. Das ist schon so. Aber manchmal gilt es auch, manchmal ist weniger ein bisschen mehr, oder? Und dass es gut auskuriert ist etc. Und eben, wie gesagt, wir haben eigentlich genug breites Kader mit alten und jungen Spielern, die wo gut einspringen. Und von dem her, ja, eben, wichtig ist, es zählt nachher schon in den Playoffs. Und ich glaube, dort müssen wir auch noch arbeiten als Mannschaft. Und, ja, ja, Tabellen, Marco, gibt ihm recht, er hat nichts Falsches gesagt, oder? Ist es so, ja. Platz 1, wie man es gesehen hat.
Also die eine oder andere Phrasenschwein müsste man manchmal auf den Tisch tun, oder? Breits, Kater, junge Spieler, die ja, ich kann schon ein paar mitzählen. Hä? Mitzählen? Also das könnten wir einführen. Ja, junge Spieler, die können einspringen können. Geri, heisst, wie soll ich sagen, im Hinblick auf Verletzungen, auf Erfolg, die da ist, man muss etwas zeigen als junger Spieler, man will erfolgreich sein, man will den verletzten Spieler vertreten. Müsst ihr es ab und zu ein bisschen bremsen? Oder müssen junge Wilde wild sein? Ja, ich glaube, in Zürich wären wir nur wilde und auch nur intelligente. Und du tust ab und zu? Nein, nicht. Ich glaube, das ist auch Kunst vom Sportchef und vom Coach, oder? Dass die Jungen wissen, was er von ihnen erwartet und das sollen erfüllen und nichts anderes. Und ich glaube, Jonas, das musst halt du dann sagen. Wenn man sich an diesen Gameplan hebt, dann sind alle zufrieden mit dem. Es wird nicht erwartet von einem Jungen, der den Puck hinnimmt und jetzt immer gerade geführt, das Go schiessen. Und wenn er es nicht macht, spielt er nicht mehr. Er soll seinen Job machen und dann ist es gut. Aber das ist doch gerade etwas, wir haben während der Werbepause über etwas geredet, was ein bisschen da rein spielt. Wenn man selber nicht hat Hockey gespielt, wenn man vielleicht Fan ist, Journalist ist, was auch immer, das beobachtet, hat man manchmal viel leckt, der Siegenthaler, jetzt ist er vielleicht wieder wirklich Defense gewesen. Die Leute von außen wissen nicht, was du für einen Auftrag hast oder der Spieler für einen Auftrag hat. Wie ein Gameplan hat ausgesehen. Was hätte der Coach für einen Job gegeben? Nervt das manchmal? Nein, überhaupt nicht. Ich meine, ich spiele schon eigentlich ja, das Leben lang so Hockey, wie ich jetzt hier spiele. Einfach ruhig und. 15 Jahre, oder? Ruhig und. Weißt du, aber die sagen, Siegenthaler, jetzt musst du mal einen machen vor. Ja, ich meine, du kannst. Ja, es wäre schön, wenn ich mal wieder einen mache, aber... Was passiert, wenn man den ersten macht? Ja. Zahlt man eine Runde, oder? Ich hoffe es nicht. Du kannst es hier doch langsam. Moritz, du kannst es hier bestimmen. Ja, jetzt sind schon langsam. Nein, aber eben, was der Trainer euch für einen Job gibt. Ja. Vielleicht, wenn es eben mal nicht so gut läuft. Das verletzungsbedingt, wenn man vielleicht taktisch etwas anpasst, je nachdem. Das sieht die Außenstehende eben nicht. Also die Feinheit vom Spiel, ja. Ja, aber gut, ich meine, das ist ja, spielt ja nicht primär eigentlich für Zuschauer oder was auch immer. Und, ja, also, jetzt Bands ja. Trainer entlang worden, weil man nicht spielt für Zuschauer. Ja. Pass auf. Ja. Ja, das ist ja so. So weit sind wir natürlich noch nicht. Wir wollen zu einer Rubrik gehen, die auch immer wieder interessant ist, glaube ich, auch für Studiogäste, wenn man gegnerische Spieler beobachten kann. Und wir haben eine Rubrik, die heisst Keywords. Wir werfen den Protagonisten Wörter her, Begriffe her und schauen, wie sie sie verwerten, die Stellpass. Keywords. Beste Amico. Best Film. Avatar. Damian Brunner. So ein Scheiß. La Montanara. Schönes Goal gegen EV Zug, wenn ich auch einen schönen Move gemacht und Backhandschuss. Familie, PlayStation, Kollege hier in Lugano und Freundin. NHL. Keywords. Basis für Trash Talk beim nächsten Aufeinandertreffen. Gegen den Status eh nicht. Warum? Nein, das ist ein Tessiner, oder? Nein, das nicht. Das ist ein ruhiger, den wir nicht. Ja, gut, ich denke schon. Du könntest als Verteidiger, das ist eigentlich Verteidiger ihres Departements. Sicher, ist Trash Talk euer Business? Ja, vor dem Goal mal ein bisschen. Ich könnte schon mal ein paar Wörter auf den Kopf. Und für eine Skala von 1 bis 10, 10 ganz übel. In welche Trickkiste greifst du? Ja, ich würde sagen 7. 6, 7. In der Playoff? 9 bis 10. Ja, schon länger gesagt. Verfolgt man eigentlich den Gegner, Gary? Unabhängig von, wie viele Verletzungen jetzt Luganesi, wenn wir über die reden, seit der Schatten dort ist, geht es aufwärts. Verfolgt man das?
Jetzt aus medizinischer Sicht? Ja, einfach du als Hockey-Fan oder bist du mit LSC eingeschossen? Ja, selbst schon. Ja. Selbst schon. Nein, aber man schaut, dass im Spiel ist man meistens der Heimarzt, schaut auch dem gegnerischen Team, vor allem wenn sie keinen Arzt dabei haben, das ist während der Qualifikation echt die Regel. Und dann schaue ich das Spiel und beim Spiel gehören einfach die 5 gegen 5 gegeneinander. Und es sind alles Eishockey-Spiele, wenn einer etwas hat, dann geht man schauen, das ist selbstverständlich. Das ist für die auch nicht anders. Also das sind Arbeitskollegen letztlich und nächstes Jahr sind es dann Arbeitsfreunde. Ich glaube, da man betreibt miteinander den Sport und wir gehören da alle dazu. Ja, und plötzlich geht es also schnell, oder? Das kann ein Gegner sein und plötzlich hockt er neben dir. Siegenthaler weg ist im Sommer. Hockt vielleicht der Hoffmann plötzlich neben dir. Ja. Ja. Je nachdem, wenn er noch für Verteidiger wäre. Oder Siegenthaler Stürmer Ende Saison. Das kann natürlich schon Aber so ist das schon strukturiert, der Kabine. Wie? Wie sind die Strukturen, wenn nebeneinander hockt? Aha, das ist... Wie sind die Auswahlkriterien? Dass man neben dir darf kommen. Ja, das ist bei uns ja eigentlich der Materialwort oder so, das am gesagt hat. Jetzt bin ich total enttäuscht. Jetzt habe ich wirklich gemeint, so Nein, das ist bei uns nicht so. Es ist schon so, dass Platz um mich kommen schon sehr beliebt natürlich. Aber ist schon Geld im Spiel? Nein. So begehrt er doch nicht. Nein, eben, das ist der Materialwart, der das einrichtet und alles parat macht und so. Ja. Also, wie bei Lugano, Dynamik ist egal oben, wie Plätze vergeben werden, wissen wir nicht. Aber wir wissen, der ZSC müsste langsam aber sicher etwas Angst haben. Ja, langsam aber sicher schon. Die meisten werden sich vielleicht noch daran erinnern, nach 17 Spieltagen hat der HC Lugano gerade mal 6 Siege auf dem Konto gehabt, ist auf dem Platz 10 gelegen. Dann hat der jetzige Nazi-Coach Patrick Fischer müssen seine Koffer packen. Der Dachschäden hat dazu mal übernommen. Das ist wirklich mal ein Trainerwechsel, der sich gelohnt hat. Die 23 Spiele holt Lugano unter dem Schäden stolze 14 Siege. Das ist der Spitzenwert in der NLA. In einer Seite Schäden Lugano übernommen hat Tabellen, sind der Sinner auf dem zweiten Tabellenplatz mit 47 Punkten. Hinter Genf Servette, wo sie gestern neu mit 48 Punkten Leader ist. Die Formstärke von der Luganesi lässt sich auch natürlich in der Warentabelle erkennen. Man ist mit 66 Punkten auf Platz 5, hat aber auch nur 3 Punkte Rückstand auf Platz 2. So, bei Fußballer kommen jetzt die brutalen Floskeln, wo könntest du das Phrasenschwein führen nehmen? Was macht der Schäden besser als der Fischer? Ich muss jetzt ein bisschen aufpassen. Weil der Fischer ja jetzt Nazi-Trainer ist. Ja, ehrlich gesagt bin ich. Ich verfolge ehrlich gesagt die anderen Mannschaften nicht so intensiv. Also ich kann jetzt nicht sagen, was sie vom System oder so umgestellt haben, weil es interessiert mich. Also ich bin es einfach wirklich nicht so am Verfolgen. Aber ich glaube, Lugano ist auch ein bisschen, eben, wenn man im Seich bist und wenn es mir nicht läuft, dann läuft es halt einfach wirklich nicht. Und unter dem Fisch war das so gewesen. Und ich glaube, sie haben eine extrem talentierte Mannschaft, vor allem offensiv. Und ich glaube, unter dem Schäden, die anderen Spieler haben schon unter ihm gespielt, hat sie mal seinen Zug. Und der kann jetzt wahrscheinlich einfach die Offensivkräfte ein bisschen abrufen oder irgendwie, ich weiß nicht, durch einen Systemwechsel, keine Ahnung. Und und vielleicht hat der Trainerwechsel auch ein bisschen Luft verschaffen, keine Ahnung, in der Mannschaft rein. Ja, weiß nicht. Aber was er jetzt genau besser macht. An meiner Stelle wärst du jetzt zufrieden mit seiner Antwort, Jonas? Ja. Ich glaube, gegen Schluss hat er verbogen bekommen. Nein, es ist schwierig, schwierig hineinzuschauen. Man kann sagen, von 2,4 Goal im Schnitt, Gary, hat der Schäden 3,4 Goal pro Schnitt. Also da passiert etwas. Ein ernsthafter Gegner für euch? Ah, das musst du nicht mich fragen. Ich weiss nicht, wie man spielt. Du bist 20 Jahre dabei, oder? Ja, Lugano ist in jedem Jahr immer ein ernsthafter Gegner. Es sind grosse Spiele, oder? Vor allem für den ZSC. Das sind historische Spiele dahinter. Aber da ist Geschichte dahinter. Ich nehme an, das ist nicht ein Gegner wie jeder andere. Nein, da kommt einem viel in Sinn, was da schon passiert ist, auch um die Spiele herum. Keine Frage. Und Lugano muss man immer ernst nehmen, egal wer da an der Bande steht. Ja, ist es einfach Zufall oder nicht? Wir wissen nicht, wir sehen nicht in die Kabine. Und auf jeden Fall haben wir einen Lugano-Spieler vor die Kamera gebeten und haben um seine Einschätzungen gefragt, warum es jetzt Lugano besser läuft und wie er sich dort so fühlt. I think like the bad time we went through in the beginning of the season when we lost, you know, it was very tough and we came through it and out of it and we are much stronger now as a team and how we play too and you know, our fans stood behind us all the time and it means a lot and I think we're one of the teams that can win for sure. Of course, in the
long run, you need some luck too, but we're going to try to put ourselves in a really good position before the playoffs, and so we have home advantage all the way, and you know, then we will see. But I don't want to change team. Like, I think we are one of the teams that can win. Kampfansage. Muss so sein? Ja, sicher. Ich glaube, eben, es reflektiert auch gut momentan so ihr. Sie haben ein gutes Selbstvertrauen. Und wenn wir ein paar Mal nachher gewinnt, ja, dann. Und das ist sicher so. Ich meine, eben, jetzt, seit 20, bis zum 20 Spielen sind es wirklich. Haben sie viele Punkte geholt. Und dann bist du automatisch eigentlich, gehörst, so ein bisschen in Kandidaten. Also, es ist natürlich noch viel möglich. Die Playoffs die klopfen langsam, aber sicher dort darf noch beten, wieder das rüberzugeben. Und wir wollen spielen. Das Böck-Game steht jetzt vor der Tür. The Puck Game. Es ist natürlich einfach. Grün heisst ja. Die grüne Seite führen haben, wenn man die Frage mit Ja beantwortet. Die rote Seite, wenn man die Frage mit Nein beantwortet. Morris, das ist noch ein Rot extra. Ja. Oder? Wenn du Nachdruck verleihen willst. Es gibt ein paar Gefitzte, die natürlich meinen, ich weiche die Frage aus. Die stellen die Scheibe gerade. Ist bei uns gleichbedeutend mit Grün. Also bitte euch, die Scheibe gegen die Kamera führen zu haben und die Frage mit Ja oder Nein zu beantworten. Der ZSC wird nicht Meister. Der SCB verpasst Playoffs. Du kommst aus der Runde. Der SCB verpasst Playoffs. Ja, glaubst du? Ja, das Gefühl, sagst du. Ja. Ah, dann meine ich das auch. Strange, der Jüngste, oder, wo Eier zeigt. Da. Der Hockey-Journalist Klaus Zog wird massiv überschätzt. Als Spieler, oder? Ja. Nein, als Fachkompetent. Als Spieler schon. Als Spieler. Ja, extra. Ah, ja. Als Fachmann? Ja, extra. Ah, nein, extra gibt es nicht. Ja, extra. Wird überschätzt? Das ist auch ja. Das ist auch ja. Selbstverständlich. Also der Klaus Zog, der nicht da sind, wir sagen es nochmal, er hat den Flug nicht verpasst von Göteborg heim. Er ist einfach 4 Stunden im Flieger gehockt. Sehr unangenehm. Ist das noch auch schon passiert? 4 Stunden im Flieger hocken, es ja. Geht nicht los. Wir sind natürlich auch mit Gedanken bei ihm jetzt gerade und ja, wir hoffen, dass er heisst. Er verspürt es wahrscheinlich auch, oder? In der Matt die jasset im Flüger, Siegenthaler Generation. Nein, ich tue... Wo gamet? Ich tue gerne Musik hören. Ja? Ja, aber jassen kann ich nicht. Also, wenn wir noch den Spielplan anschauen, der Draxler lädt sicher noch jassen, da bin ich sicher. Kannst du jassen? Ja. Wir haben natürlich einen Jassist zusammen. Und wir suchen immer wieder junge nachzuziehen. Aber bis jetzt ist da noch nicht so Interesse vom Siegenthaler Seite her. Und es wäre vielleicht eben noch wichtig, bevor du übergehen würdest, dass du das auch noch lernen würdest. Aber es ist auch extrem schwierig, in die Jassenrunde zu kommen, muss ich auch sagen. Oder? Ist so, aber eben jetzt momentan sind die Plätze eigentlich, sobald man einen Eltern verletzt ist, ist eigentlich gerade wieder eine Krise. Also, und man hat gelernt, in Sachen Verletzungen der ZSC voll bei den Leuten, also der Jassen ja. Wird leer sein. So der Jassen ist momentan ein bisschen unter. Anders da. Spielen Sie nur mit Joseph. Marco, der Spielplan, jetzt geht es langsam aber sicher Richtung Playoffs. Nicht alle Mannschaften haben gleich verspielt, das sind wir uns bewusst. Wie sehen die nächsten Partien aus, die immer wegweisender werden? Ja, und ich glaube, Zahl geht es in der NLA weiter. Am Freitag nämlich mit 5 Partien, alle am 7:45. Die Servet bekommt es dann mit Ambriz zu tun. Die SCR Tigers spielen gegen Klotenfleisch. Davos gastiert in Lausanne. Lugano duelliert sich mit Freiburg und in Zukunft zum Kracher EVZ gegen ZSC. Am Sonntag schliessen dann der Spieltag der EHC Biel und Bern am 4:45 ab. Wie immer könnt ihr alle Partien live mitverfolgen auf unserem Sport.ch Live-Ticker. Vergessen wir auch nicht das Göpp-Trikot von Moritz Rasser, wo mehr wert ist als das Liga-Trikot. Das haben wir gelernt. Göpp-Trikot. Ist mehr wert als ein Liga-Trikot. Nach der Sendung auf unsere Facebook-Seite HKW kommt mit ein bisschen Glück, gewinnt das Trikot. Trikot, wo man sich nicht so lange gehen wo die 3 Protagonisten, würde ich sagen, dann noch unterschreiben. Selbstverständlich, ein Leckerbissen haben wir noch. Nächstes Wochenende, wenn ihr nicht wisst, was machen. Swiss Women's Eishockey Cup, Halbfinalpartien. Weiss von Jonas und von Moritz, dass sie sich das anschauen? Ja. Natürlich.
Gefeiert von. 23, ja. Hast du Zeit? Ja. Ab der 3 geht's los in Laufen. Also, wo wir selbstverständlich auch weiter dran bleiben. Und wie gesagt, wenn ihr das Göpterico wollt, vom ZSC, von Maurice Trachsler, Facebook-Seite, der Hockey Week, wir sind selbstverständlich auf Twitter erreichbar, Sportal HD, Underline THW, wo ihr uns folgen könnt. Wenn ihr die Sendung nochmal möchtet schauen, dann könnt ihr das machen via sportalhd.com oder über unser Gratis-App Sportal 360 Player auf allen Tablets oder Smartphones, wo ihr das gratis könnt installieren. Das war es für diese Woche. Nächsten Mittwoch vielleicht wieder mit dem Klausel Zog. Wir sind noch nicht sicher, ob einer von denen rausdrängt. Wenn der Gary Büsser den Bart wachsen lassen, dann kann er das Mandat annehmen. Verständlich. Jonas, viel Erfolg in dieser Saison. Maurice, dass du möglichst schnell zurückkommst mit was auch immer du hast gehabt. Genau. Und Gary, dass die Statistik runterkommen. Ein Thema, wo wir selbstverständlich dranbleiben wollen, wo wir auch dich gerne wieder mit ins Boot nehmen, wenn es dann vielleicht Änderungen gibt oder Lösungsvorschläge. Das ist sie, der Hockey Week für diese Woche. Merci für das Interesse. Gute Woche. Schönen Hinweg. Ciao. Hockey Week.